Hi ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Für alle neuen Zuschauer, die mich noch nicht kennen, ich bin Jasmin und ich quatsche auf diesem Kanal gerne über Parfums, Duftkerzen, Duftwachse und natürlich Bücher. Heute habe ich was Kleines, aber Feines für euch. Ich freue mich total und zwar ist, meine Buchbox zu Spices and Fire von Katrin S. Knopp aus dem Einhorn Verlag bei mir angekommen. Ich bin so gespannt, ich habe noch nicht reingeluxt, heißt, das werden wir jetzt zusammen machen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin. Als vorhin DHL bei mir geklingelt hat und mir die Buchbox in die Hand gedrückt hat, ich hatte fast Schnappatmung. Ich habe mich so gefreut. Ich wollte das Video eigentlich morgen drehen. Und ich dachte, nein, ich kann nicht warten. Ich will die Buchbox endlich auspacken, denn die liebe Anka von Ankas Geblubber, ganz liebe Grüße an dich, Anka. Und auch liebe Grüße an dich, Katrin, falls du zuschauen solltest. Ja, die liebe Anka von Ankas Geblubber arbeitet ja beim Einhorn Verlag. Und sie hat ja schon viel über Instagram und ihrem YouTube-Kanal berichtet und gezeigt, was das Buch betrifft. Und sie hat mich so neugierig gemacht. Und ich hatte mit ihr auch über Instagram Kontakt. Und sie sagte auch, ey, du stehst doch auf so viktorianische Geschichten, beziehungsweise Geschichten, die im viktorianischen Reich spielen. Spices and Fire könnte was für dich sein. Und ich glaube, ja, das ist auch was für mich. Und sie erzählte auch, dass sie diese Buchbox selbst gepackt hat. Und sie hat sich wirklich Gedanken gemacht, was sie Passendes in diese Buchbox mit reinpacken kann. Sie meinte, sie möchte gerne Dinge in die Buchbox packen, die uns quasi tiefer in diese Geschichte eintauchen lassen, die auch zu dieser Geschichte passen. Und ich bin schon so gespannt. Ich bin so gespannt. Ich lege jetzt los, wir packen gemeinsam aus. Ich habe ein bisschen am Rand Platz genommen. Ich habe hier nämlich jetzt, ich versuche es unfallfrei zu zeigen, die Buchbox, ich habe die jetzt schon aufgemacht. Ich zeige euch gerade, was drin ist. Das Buch schaue ich mir erst nachher an, jetzt noch nicht. Und zwar unsere Bücher 2023, 2024. Hoppala, jetzt ist mir fast aus der Hand gefallen. Aus dem Einhorn Verlag. Da werde ich definitiv mal noch reinschauen, weil mich das interessiert. Dann, ja, Buch und Tee. Das passt immer. Wir haben hier zweimal Earl Grey Tee drin. Tee geht immer. Gerade in der kalten Jahreszeit trinke ich sehr, sehr gerne Tee. Dann haben wir einmal, das ist natürlich auch interessant, ja, passt ja auch, und zwar von Weidmann eine Gewürzmischung feuriger Paprika, zeige ich euch auch mal. Wir haben hier drin Steinsalz, Chili, Paprikaflocken, Paprika, Pfeffer und Petersilie. Das ist natürlich nicht schlecht, ja, passt ja natürlich dann auch zum Buch. Und wir haben von Weidmann auch hier noch eine, ich sag mal, Broschüre, wo man dann ein bisschen blättern kann. Ah, super. Ja, man sieht ja auch so ein, na, bleibst du hier, so ein paar Abbildungen, was dort im Sortiment ist. Ne? Also die haben Soßen, Salze, Pfeffer, Mischungen. Mal gucken. Also die haben noch wesentlich mehr. Ah ja, die haben auch Tee, Fruchtaufstriche, Süßwaren und so weiter. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Gerade ein bisschen durchlesen. Gewürzmanufaktur, Gewürzberatung. Ja, das finde ich sehr interessant. Da muss ich mal durchlesen, auf jeden Fall. Es ist seit 40 Jahren ein Familienunternehmen. Ja, das hat ja schon einige Jährchen auf dem Buckel. Ist eine Genussmanufaktur. Gewürzmischungen, Dips, Soßen, Tees, Marmeladen und so weiter. Finde ich sehr interessant. Die haben auch einen Online-Shop. Da muss ich dann auch mal reingucken. Da bin ich ja dann auch neugierig. Okay, ja, das passt. Das passt definitiv. Wenn ich euch den Klappentext nachher vorlese, werdet ihr auch wissen, wieso. Und zwar haben wir eine kleine Staffelei mit einer kleinen Leinwand. Und passend dazu einen Pinsel. Da können wir kreativ sein. Und, ich stelle mal gerade das Buch ab. Ich habe hier nämlich was, beziehungsweise die Box. Da brauche ich beide Hände, um euch das zu zeigen. Da bin ich gespannt. Und zwar haben wir hier ein Säckchen und da ist ein Fächer drin. Aber das ist nicht einfach nur ein Fächer, was ich ja schon mal richtig cool finde optisch. Bin mal gespannt, ich mache den jetzt mal auf. Ist, dass dieser Fächer, der Fächer ist aus Holz,
Oh mein Gott, ist der schön, Leute. Schaut euch das mal an. Und wir haben hier Spices and Fire reingestanzt. Ich komme mal ein bisschen näher, schaut mal. Und hier unten haben wir Spices and Fire reingestanzt. Wow. Mein Gott, ist der schön. Leute, der ist ja richtig schön. Ich muss mal gucken, ob ich den irgendwie in mein Bücherregal integrieren kann. Also der ist viel zu schön, um den irgendwo in eine Schublade zu legen. Das möchte ich definitiv nicht. Da muss ich mal gucken, ob ich den irgendwie in mein Bücherregal integrieren kann. Der ist ja richtig cool. Wow, der ist schön. Und ich finde ja, dass solche Fächer, ja, die passen ja total ins viktorianische Reich, denn wenn ihr mal überlegt, wie die Damen früher gekleidet waren im viktorianischen Reich, und die hatten ja oft Fächer genutzt, da passt das total mit diesen wundervollen Kleidern und dann Fächer. Toll. Also Anka, ich muss sagen, die Sachen, die du so nebenbei mit eingepackt hast, die uns das Lesen versüßen sollen, was diese Geschichte betrifft, finde ich richtig gut. Also man merkt, dass du dir Gedanken gemacht hast. Definitiv. Und ich würde sagen, dass wir jetzt zum Buch kommen. Okay, es ist soweit. Ich habe mir das Buch noch nicht genau angeguckt. Das werde ich jetzt mit euch tun. Leute, ich präsentiere euch Spices and Fire, Scents of London von Katrin S. Knopp. Oh mein Gott. Leute, dieses Buch ist so wunderschön. Und ich muss echt sagen, ich finde, das ist eins der schönsten Cover, die ich bis jetzt gesehen habe, wirklich. Ich finde es mega schön, wirklich. Oh Gott. Es ist wunderschön. Oh Gott, ist das Buch schön. Schaut euch mal das Cover an. Und wir haben hier auch diese Spiegelschrift. Ich weiß nicht, ob meine Kamera das einfangen kann. In einem leichten Roségold. Und man sieht hier halt auch die Hände, die so ein bisschen ineinander verschlungen sind. Man hat hier diese floralen Komponenten. Und hier im hellen Bereich, ich komme mal ein Stück näher, sieht das so gedruckt aus. Boah, das finde ich mega schön. Oh. Mein Gott, guckt euch das an. Oh, du Gott, das Buch ist richtig schön. Auch der Buchrücken ist wunderschön. Da haben wir auch Spices and Fire. Auch in diesem spiegelnden Roségolddruck. Oh Gott, das Buch ist so schön. Und auch die Rückansicht ist toll. Und man sieht auch hier, haben wir einen Pinsel. Oh Gott, ist das schön. Es tut mir leid, ich werde gerade voll emotional, aber ich habe gerade das Buch aufgeschlagen. Ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass wir Charakterkarten hier drin haben. Also die, die die Buchbox bestellt haben, die haben alle drei Charakterkarten drin. Ich bin jetzt nicht sicher. Ich glaube, die, die das Buch so bestellt haben, haben eine und wir mit den Buchboxen haben drei. Oh Gott, ich freue mich gerade voll. Oh wow. Oh wow, ich zeige die euch definitiv. Ich zeige euch generell das Buch gleich noch, okay. Oh mein Gott. Also, wir haben hier einmal Marie Dane. Ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht. Wenn ein bürgerliches Leben bedeutet, mein Leben lang eingesperrt und unmündig zu sein, dann ist mir alles andere lieber. Wow. Wow, wow, wow. Toll, 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 toll. Oh, Leute, es tut mir leid, ich war gerade voll emotional, aber ich freue mich so. Dann haben wir hier Edgar Lindberg oder Lindberg. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Namen englisch ausspricht. Das spielt ja, meine ich, in England, ne? Diese Geschichte. Auch sehr schöne Charakterkarte. Mal gucken, was hier hinten drauf steht. Wenn du meine Handlungen daran bemisst, ob ich mich an die vorgegebenen Gesetze halte, habe ich deine Schelte verdient. Aber nicht alle Gesetze sind für Menschen gemacht und manche scheitern an den Tatsachen des Lebens. Okay, und dann die dritte Charakterkarte, da ahne ich dann schon, wer es ist, und zwar Henry Soretti. Natürlich steht hier auch noch was drauf.
Tatsächlich erscheint es mir manchmal so, als sei der Hunger mein steter Begleiter gewesen, nagend im hohlen Bauch und im Herzen. Der Hunger nach Nahrung, der Hunger nach Liebe und der Hunger nach Leben. Oh, wow. Wunderschön. Ich lege die mal gerade zur Seite, damit sie mir jetzt nicht aus dem Buch fallen. So, dann gucken wir mal, wie das Buch allgemein jetzt noch aussieht. Okay. Also wir haben jetzt hier vorne, ne, seht ihr, ist nichts drauf. Aber wir haben... Ah, das wird eine Karte von London sein. Schaut mal, die zeige ich euch mal. Ich hoffe, ihr könnt die sehen. Oh, sehr schön, meine Güte. Ja, und die haben wir hier hinten auch nochmal. Wundervoll. Und dann haben wir hier unten auch noch ein Foto der Autorin von Katrin Knopf. Ich werde euch das mal zeigen. Ich trete aber gerade mal näher an die Kamera ran, weil es nicht so groß ist. Weil ich jetzt nicht weiß, ob die scharf stellt. Seht ihr das? Ja, hier, das ist die liebe Katrin. Oh Gott, Leute. Oh Gott, ich bin so aus dem Häuschen. Ich meine, oh mein Gott, guck doch mal, wie schön. Also echt, das ist eins der schönsten Cover, meiner Meinung nach. Ich werde euch jetzt natürlich auch mal vorlesen, worum es in diesem Buch geht. London 1888. Nach dem Tod ihres Vaters fällt es der 20-jährigen Marie schwer, sich im Labyrinth gesellschaftlicher Regeln zurechtzufinden. Hinzu kommt, dass ihr Erbe als Teilhaberin der Polony Gallery an die Bedingungen einer standesgemäßen Heirat geknüpft ist. So beginnt sie gezwungenermaßen, sich auf dem Londoner Heiratsmarkt nach passenden Kandidaten umzusehen. Umworben wird Marie von dem charismatischen Lebemann John Willow und dem feinsinnigen Kunstliebhaber Edgar Lindbergh. Doch keiner der beiden ist, was er vorgibt zu sein. Als sie den düsteren Maler Henry Soretti kennenlernt, bestärkt er sie darin, den gesellschaftlichen Zwängen zu entfliehen. Maries Weg führt sie von den Ballsälen und Galerien bis in die schwarzen Straßen der Londoner Slums, wo Jack the Ripper sein Unwesen treibt, auf der Suche nach der wahren Liebe und dem freien Leben. Gott, ich freue mich. Ich freue mich total. Leute, ich war so gespannt auf dieses Buch, ja. Also Anka, du böse Anfixhexe, die hat mich so angefixt mit diesem Buch. Und ich liebe ja sowieso Geschichten, die im viktorianischen Reich spielen. Ich liebe das viktorianische Reich. Wer mir schon länger folgt, der weiß, dass das eine meiner liebsten Zeitepochen ist. Und als sie mir dann noch sagte, Jasmin, ich glaube, Spices and Fire ist was für dich, da du das viktorianische Reich liebst, da war ich ja schon angefixt. Dann habe ich das Cover gesehen und dachte mir, oh my goodness, oh my goodness. Und Leute, es ist ein Träumchen, es ist ein Träumchen. Was ich gerade gesehen habe, das zeige ich euch jetzt auch mal noch schnell. Wo war es denn? Ah, hier. Und zwar, ich zeige euch gerade mal Teil 2. Guckt mal, das ist auch ganz toll gemacht. Ich hoffe, man kann es sehen. Seht ihr das? Die sind so ein bisschen gräulich, die Seiten, mit Blumen verziert. Ich hoffe, man konnte es sehen. Ganz toll. Und wir haben dann, was die Kapitel betrifft, Verzierungen. Oh, ich habe gerade noch was gesehen, da gucke ich gleich noch rein. Seht ihr die hier oben? Oh, hier oben, man kann die sehen. Da oben. Und jetzt hätte ich fast was übersehen. Oh. Gut, dass ich nochmal reingeguckt habe. Leute, wie konnte ich das nur übersehen? Und was ich ganz toll finde, die liebe Katrin hat ja die Bücher, ich meine für die Buchboxen, persönlich signiert. Eine spannende Lesereise durch Londons schwarze Straßen wünscht Katrin S. Knopf. Zeige ich euch auch mal. Ich hoffe wirklich, ihr könnt das sehen. Ich habe nämlich irgendwie Angst. Ich denke, man kann es sehen, ne? Durch die Lampe, die hier oben steht. Dass ihr dann zu geblendet werdet, zu sehr. Ich hoffe von daher. Ich hoffe daher, dass es in Ordnung war. Oh mein Gott, ja. Dieses Bild, das passt total ins viktorianische Reich und zu London. Schaut mal. Also das passt ja total zu London. Oh mein Gott, also Leute, das ist so ein schönes Buch. Hier hinten haben wir auch nochmal so ein Bild drin. Ich muss mal gerade gucken, ob es das gleiche war. Nein, das ist ein anderes. Das zeige ich euch natürlich auch. Schaut mal. Ist auch sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr konntet es sehen.
Das ist ein Schmuckstück. Schaut euch doch mal an, wie schön dieses Buch hier ist. Es ist wunderschön. Also wenn die Geschichte nur halb so gut ist, wie das Cover aussieht, dann muss das Buch eine Bombe sein. Dann muss das eine Granate sein. Also ich sagte vorhin schon, das Cover, das ist für mich eins der schönsten Cover, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe jetzt noch nicht übermäßig viele gesehen. Ich lese ja erst seit Frühling 2024, aber ich habe schon einige gesehen, natürlich, ne, weil ich auch Bücher shoppe und mich im Internet über Bücher informiere. Das ist eins der schönsten Cover. Eins der schönsten Cover. Ich finde es traumhaft schön. Ich sag ja, ich habe mich so gefreut auf dieses Buch und jetzt endlich ist es meins. Ich freue mich total, dass es endlich bei mir ist. Ich freue mich total. Ich kann nicht oft genug sagen, wie ich mich freue. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich mich freue? Das war meine Buchbox zu Spices and Fire von Katrin S. Knopp. Anka, du hast die Box echt schön zusammengestellt, wirklich. Also du hast dir wirklich Gedanken gemacht, was du in diese Box mit reinpackst, was zu diesem Buch passt. Man merkt es, dass du dir da Gedanken gemacht hast. Hast du gut gemacht, wirklich. Ich finde, die Sachen, die du mit in diese Box beigelegt hast, die passen wirklich von dem, was ich jetzt so über das Buch weiß. Und ich bin so gespannt. Ich weiß jetzt noch nicht, wann ich es lesen werde. Ich hoffe, ich komme bald dazu, es zu lesen. Ich finde es wirklich richtig toll. Ich glaube, Anka, du hast es jetzt schon mehrfach gelesen, gell? Ich glaube, mindestens zweimal, glaube ich, hast du es schon gelesen. Schreibt ihr mir mal gerne in die Kommentare, habt ihr auch die Buchbox beim Einhorn Verlag zu Spices and Fire bestellt? Wie fandet ihr die Buchbox? Oder habt ihr vielleicht nur das Buch bestellt? Und was mich auch interessiert, wie findet ihr denn das Cover? Mein Herz, es ist ja schon nah am Schmelzen gewesen, als ich das Cover auf Ankas Plattformen gesehen habe. Aber Leute, als ich das Buch in der Hand gehalten habe, eben ist mein Herz wirklich geschmolzen. Also ich finde das Cover fantastisch. Wie findet ihr es denn? Und habt ihr das Buch vielleicht auch schon gelesen? Und wie fandet ihr das? Schreibt es mir sehr gerne mal, Achtung, spoilerfrei, in die Kommentare, ob ihr das gelesen habt und wie ihr das Buch fandet. Ich bin richtig gespannt. Wie gesagt, Viktorianisches Reich und ich, wir sind eins. Mögt ihr auch das Viktorianische Reich? Das würde mich auch mal interessieren. Das dürft ihr mir auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich verabschiede mich jetzt von euch, ihr Lieben. Macht es gut, haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch das Beste und wir sehen uns wie immer natürlich zu meinem nächsten Video. Bis dann, ciao.